Moin Freunde, was geht? Heute gibt es ein kleines Update-Video, eine andere Art von Video auf meinem Kanal. Ich will ein kurzes Update bringen zu verschiedenen Serien, die ich auf meinem Kanal behandle. Vielleicht so eine Art News-Video nur für meinen eigenen Kanal, vielleicht mache ich das mal öfter. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht so viel hochgeladen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein bisschen im Elden Ring-Hype. Für die Leute, die es vielleicht auch spielen, werden vielleicht wissen, was ich meine. Also das Spiel ist sehr, sehr groß, deswegen bin ich die letzten Tage etwas beschäftigt und mache nicht so viele Videos. Aber ich muss auch sagen, aktuell ist der Content etwas begrenzt. Wir gehen da aber in den nächsten Tagen wieder rein auf YouTube und auch auf Twitch natürlich auch. Wir haben natürlich einige Sachen, über die wir wieder sprechen können. Heute ein kleines Update-Video. Ich will kurz was zu den verschiedenen Serien sagen, die ich auf dem Kanal behandle oder vielleicht noch behandeln werde in der Zukunft. Kommen wir erstmal auf Boruto zu sprechen. Der eine oder andere wird ja gemerkt haben, dass die letzten Episoden von meiner Seite aus nicht gemacht wurden, weil ich den Arc überhaupt nicht fühle. Was soll man dazu sagen? Also der Piraten-Filler-Arc ist halt wirklich einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Boruto-Anime-Arc, und die Boruto-Hater schmieren sich Honig ums Maul, also wirklich. Die kriegen gerade alles, was sie bekommen wollen, um weiter über Boruto Trash talken zu wollen. Das ist nicht mehr normal, aber man kann es ihnen bei diesem Arc auch nicht wirklich übel nehmen. Also der ist so irrelevant, der Plot ist so scheiße, die Folgen sind so kacke. Ey, ich skippe mich teilweise wirklich durch die Episoden, und das habe ich bei über 200 Folgen von Boruto nicht einmal gemacht. Ich glaube einmal bei einer Recap-Episode, sonst immer von vorne bis Ende geguckt, aber diese Folgen kann ich mir kein Stück geben. Ich finde die katastrophal. Jedenfalls gibt es dazu erstmal keine Videos. Ich habe auch Spoiler von Organic Dinosaur für die nächsten 4 Episoden. Da sind aber keine Zusammenfassungen zu raus, sondern nur Episodentitel. Und auch hier in den Episoden, die für nächsten Monat, für den März angekündigt sind, sieht es nicht danach aus, als würde der Arc zu einem Ende kommen. Was bedeuten würde, dass das Ganze wahrscheinlich ähnlich wie der Mitski-Arc sich bis in den April, vielleicht sogar bis in den Mai reinzieht. Darüber hinaus glaube ich gar nicht mal, aber es wird auf jeden Fall noch über 4 Folgen andauern. Zumindest bewegen wir uns hier nicht auf einer Zielgeraden, was den Arc betrifft, und das finde ich schon ziemlich ermüdend. Dementsprechend werde ich die nächsten Episoden alle nicht großartig mitbekommen und wahrscheinlich auch keinen Content dazu liefern, aber das ist auf jeden Fall der Stuff, der im Anime aktuell abgeht, und ich denke, bis zum Sommer werden wir uns da durchquälen müssen oder auch nicht. Für die Leute, die das Ganze skippen, kann ich auf jeden Fall keinem übel nehmen, weil ich skippe mich ja selber so ein bisschen dadurch. Das soweit zu Boruto. Dann möchte ich über eine andere Sache sprechen, und zwar Attack on Titan. Einige hatten sich gewundert, letzte Episode, also nicht die Folge von gestern, sondern die Folge davor, habe ich nicht betrachtet. Die Folge gestern auch nicht. Ich schaue den Anime natürlich noch, aber ich muss sagen, das ist gerade sehr stark die Passage, die ich damals im Manga nicht gefühlt habe. Ich finde die Folgen, um hier mal ein kleines Fazit zu geben, eine Meinung reinzuballern, ich finde die Folgen wirklich besser rübergebracht als die Manga-Chapter damals. Ich feiere nur nicht wirklich den Plot aktuell. Also, natürlich ist er irgendwie wichtig. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich halte es nur nicht für so interessant. Ich denke, das ist eine subjektive Wahrnehmung meinerseits. Ich denke, bei Attack on Titan hat jeder eine andere Wahrnehmung oder eine Interpretationsrichtung. Dementsprechend wird da jeder was anderes haben und sehen wollen. Aus meiner Sicht, das habe ich schon beim Ende gesagt, ist der letzte Pfad oder die letzte Richtung ganz oft mal falsch abgebogen. Das hier ist ein Paradebeispiel dafür. Ich finde es halt nicht interessant, sage ich euch ganz ehrlich. Anni, Conny, das sind so Sachen, die jucken mich beim Rumbling überhaupt nicht. Die haben mich damals nicht gejuckt und die jucken mich jetzt auch nicht. Auch wenn sie theoretisch gut in die Folgen eingefügt wurden und das Ganze auch von der Atmosphäre her ziemlich passend ist und für die Leute sicherlich eine 10 von 10 darstellen, fühle ich die aktuellen Episoden nicht und finde sie hardcore langweilig, muss ich wirklich sagen. Und ich will dazu keine Videos machen und den Leuten nicht irgendwas schlecht machen. Das ist der Grund, warum dazu dann dementsprechend keine Folgenreviews kommen, weil ich die Folgen nicht fühle, muss ich einfach so sagen. Also ich bin da ein bisschen raus. Ich werde wahrscheinlich am Ende der Season nochmal ein Video machen, um das Ganze vielleicht dann nochmal einen gewissen Abschluss für Part 2 zu geben. Dann schauen wir mal, ob ein Movie kommen wird oder Part 3. Ich tippe eher auf letzteres. Aber das soweit auch als Update zu Attack on Titan. Falls ihr euch wundert, warum da auch nicht unbedingt immer jede Woche ein Video kommen muss. Ich habe ja schon am Anfang von Part 2 gesagt,
dass mich die Coordinate-Episoden noch abholen würden, aber dann so langsam die Episoden kommen, die mich dann nicht mehr richtig bewegt haben. Es kommen noch ein, zwei Momente, die ich ganz krass fand damals im Manga, aber das wird noch kommen und dementsprechend will ich das jetzt hier nicht vorwegnehmen in dem Update-Video. Kommen wir kurz auf die Demon Slayer-Thematik zu sprechen. Hier hatte ich vor ein paar Wochen einen Strike bekommen für eine Episoden-Review. Das war der Grund, warum ich etliche Videos runtergenommen habe, aber die alten Videos, Power Level und so weiter oder auch die Arc-Zusammenfassung, die sind alle noch oben. Ich werde natürlich die weiteren Staffeln machen, aber da muss ich mir nochmal irgendwie etwas überlegen, in welcher Form ich das tun kann, weil Demon Slayer großes Strike-Potenzial hat. Also ein gewisses Risiko oder ein starkes Risiko ist hier auf jeden Fall gegeben. Und da muss man einfach mal gucken, wie man das Ganze über die Bühne bringt. Mein Strike ist nach 2 Wochen wieder entfernt worden. Bedeutet, ich habe Sony anders heftig besiegt. Einen Riesenkonzern, da bin ich sehr stolz drauf. Und dementsprechend werde ich aber natürlich nicht nochmal das Risiko eingehen, also nicht verstärkt das Risiko eingehen, da jetzt heftig viele Uploads zu Demon Slayer zu ballern, damit morgen wieder ein Strike reinkommen wird. Ich denke, das macht schon Sinn, deswegen ist Demon Slayer aktuell ein bisschen auf meinem Kanal weniger vertreten. Die Staffel ist ja eh vorbei und wir kommen erst wieder dazu zu sprechen, wenn Season 3 kommt und der ganze nächste Part eingefügt wird. Dann kommen wir auf eine Thematik zu sprechen, die ich auch noch ansprechen möchte, und zwar für die Zukunft des Kanals, denn in der nächsten Season werden wir uns sehr wahrscheinlich einen nächsten Anime geben, der das ganze Demon Slayer Attack on Titan Content thematische ersetzen wird. Jetzt, wo Demon Slayer vorbei ist, jetzt, wo in 4 Wochen Attack on Titan Part 2 vorbei ist, wird es natürlich ein bisschen Einbrüche auf meinem Kanal geben. Das heißt, Sonntag und Montag wird wahrscheinlich ein Video fehlen, aber ich versuche, einen anderen Anime diesbezüglich reinzubringen, um das Ganze natürlich einfach wieder in die Waage zu bringen. Und dieser Titel wird sehr wahrscheinlich Shield Hero werden. Habe ich Bock drauf? Ich muss sowieso noch die erste Season von Shield Hero sehen. Ich denke, da werden einige abgeholt werden. Ich glaube, Shield Hero hat eine große Community, dafür interessieren sich einige und ich habe selber schon viel guten Kram davon gehört. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Klar, wenn jetzt mir die erste Season nicht gefällt, dann werde ich es nicht machen, aber ich denke, wir werden uns ein bisschen im Frühling und im Sommer umschauen müssen, was so für Content, für neue Projekte auf dem Kanal gestartet werden können. Ich bin aktuell ein bisschen im Elden Ring Hype, werde die nächsten Tage auch wieder streamen, also es wird wieder ziemlich heftig werden und wir gehen rein. Ich denke, nach der ganzen Winterseason wird Frühling und Sommer ein bisschen schwächer werden, aber wir kriegen das schon hin. Schwache Phasen müssen auch mal sein. Damit wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen babamäßigen Tag. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!